müssen wir uns hier umsehen. Ich meine... Meine Leute. Kein schöner Tod.
take him up top. Alles los hier. Ja, hier sieht's genauso aus. Kein Lebenszeichen hier drüben. Sind vermutlich alle tot. Wenn noch jemand lebt, ist Stormy tot. Also such weiter. Überlebende? So, Quatsch. Hast du gesehen, wie die abgestürzt sind? Vielleicht, aber wir müssen sicher sein. Hölzog hat darauf bestanden, dass wir alle Überlebenden zurückbringen. In Kandahar habe ich mir immer von einem Hund übers Gesicht schlecken lassen. Dann habe ich ihn mal mit einer Menschenhand im Maul rumrennen sehen. Was soll man machen? Durchatmen und weiter geht's. Sie sind bestimmt tot. Sowas kann keiner überleben. Ich habe gehört, dass das hier ein Testgelände war. Für irgendwas Großes. Bevor so ein Guerilla-Assassine der Regierung auf den Baum springt und uns beide erdrosselt. Doch überlebt haben. Stormcloud 1-1, hier ist Weaver, bitte kommen, over! Hier ist Weaver, kommen, over! Irgendwas? Oh Gott! Kontakt, Kontakt! Zum Teufel tust du?
Ghost erledigt. Erster Abschluss des Tages. Die Jungs können nichts. Ich weiß gar nicht, warum. Achtung! Mayday, Mayday. Hier ist Ghost Lead. Hört mich jemand? Klar und deutlich, Ghost Lead. Wer ist da? Eine Freundin. Ich habe das Funkgerät von einem Ghost. Und dieser Ghost atmet noch? Ghost Lead. Mag von dem weißen Kaninchen folgen. Oder der Herzkönigin. Bitte Lagebericht. Das kann warten. Ihr Mann wird verhaftet. Folgen Sie dem Pfad hinter den antiken Ruinen. Ihr Ziel liegt in den Bergen zwischen zwei Wasserfällen. Verstanden. Ghost Lead Ende. Wir sehen, wie so ein Genie abgestürzt.
Stehen bleiben! Wer sind Sie? Ich wurde eingeladen. Wer sind Sie? Es werden immer mehr. Sie können gerne umdrehen und den Berg wieder runter. Die Lage ist angespannt. Wissen Sie? Seien Sie vorsichtig mit der Waffe. Wir dulden keine Schießereien in Erewhon. Was ist Erewhon? Die Höhle. So nennen wir sie. Kommen Sie. Vom Bauern zum Freiheitskämpfer. Was hältst du davon? Was ist das für ein Ort? Ist bei euch alles okay? Nur wir zwei sind vom Trupp übrig. Kein Funk, keine Drohnen. Und wir haben genau zwei Gewehre und 8 Magazine. Die Einheimischen haben Wasser. Und ein paar Vorräte. Die Höhle ist echt unglaublich. Wahnsinn. Atemberaubend. Ja. Sie sind alle relativ freundlich, aber sie halten uns an der kurzen Leine. Was hat unsere Vögel abgeschossen? Keine Ahnung. Aber da draußen gibt's auf jeden Fall Feinde. Ich hatte einen Zusammenstoß mit Soldaten, die sich Wolves nennen. Mit wem haben wir es da zu tun? Erstmal habt ihr es mit mir zu tun. Haben Sie hier das Sagen? Wer will das wissen? Mein Rufzeichen ist Nomad. Ich bin verantwortlich für die Operation. Operation meinen Sie wohl das riesengroße Desaster hier? Hey, alter Mann. Immer schön freundlich. Ich will nur rausfinden, warum uns ein Haufen Infanteristen in den Schoß gefallen ist. Jemand hat vor der Küste ein Frachtschiff der Marine versenkt. Danach ging der ganze Aurora-Archipel vom Netz. Wir wurden geschickt, um der Sache auf den Grund zu gehen. Ehe wir uns versahen, schoss irgendwas unsere Helis ab. Fast die Hälfte meiner Soldaten ist tot. Wir nehmen an, dass es eine Art Militärputsch gab. Sentinel, diese Militärfirma, hat den Ausnahmezustand verhängt und setzt ihn mit der alten Stiefel im Nackentechnik durch. Skelltech stellt noch denselben Hightech-Kram her wie immer. Nur sind es jetzt vielleicht mehr Waffen. Nicht gerade das liberale Utopia, das J-Skell verspricht. Wo finde ich J-Skell? Ah, den Kopf von Skelltech persönlich. Hm? Wir haben ihn nicht gesehen. Aber seine Drohnen behalten die Inseln im Auge. Sie denken, dass er damit zu tun hat? Wir wissen nur nicht, wieso. Okay. Das herauszufinden kommt auf meine To-Do-Liste.